Unter diesem Video verlose ich weiterhin 50 Millionen GTA-Dollar zusammen mit meinem Partner IceMods. Alles, was du dafür machen solltest, ist dieses Video hier liken, den Kanal abonnieren und natürlich die Glocke aktivieren, das Video teilen und vor allem einen netten Kommentar schreiben, warum du die 50 Millionen GTA-Dollar gewinnen solltest. Teilnahme ist unter allen Videos, welche ich bis Sonntag veröffentliche. Sonntag ist dann Auflösung. Alle Details findest du in der Videobeschreibung. Und wenn du bis Sonntag nicht warten kannst, sondern unendlich viel Geld in GTA Online haben möchtest, dann schau doch gerne mal bei meinem Partner IceMods vorbei. Der Link befindet sich in der Videobeschreibung. Und mit dem Rabattcode JULEX erhältst du sogar 10% auf alles. Ich wünsche dir viel Glück. Gute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier vom Kanal, hier auf JULEX. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, diese Woche in der neuen Eventwoche liegt der Fokus von Rockstar Games auf jeden Fall auf dem Arena War DLC. Denn wir haben hier einige Rabatte, doppelt Geld, doppelt RP Missionen und vieles mehr. Aber da sprechen wir gleich im Detail nochmal drüber. Zunächst einmal möchte ich nochmal kurz einen Patch ansprechen, welchen Rockstar Games gestern veröffentlicht hat. Und zwar, wie ihr wisst, kam am Dienstag ursprünglich ein Update raus, welcher für PlayStation, Xbox und PC ein Update beinhaltet hat. Und damit kamen eben 4 neue Podiumsfahrzeuge ins Spiel, einige Bugfixes und schnellere GTA Online-Ladezeiten. Allerdings hatten Xbox-Spieler seit diesem Patch am Dienstag Probleme, in GTA Online zu joinen. Gestern gab es einen Xbox-Exclusive-Patch, der das wiederum gepatcht hat. Und jetzt sollte auch auf Xbox wieder alles rundlaufen, nur dass ihr das als kleine Info habt. Und jetzt würde ich sagen, wir starten rein in die eigentliche Eventwoche, denn wir erhalten diese Woche, wie eben schon gesagt, einiges auf die ganzen Arena-War-Modis. Zunächst einmal doppelt Geld und doppelt RP, sowie doppelte Arena-Punkte auf alle Arena-War-Modis, sowie doppelt Geld und doppelt RP auf den Gegner-Modus Rhino Hunt und auf die ganze Spezial- Fahrzeugmissionen. Außerdem gibt es diese Woche natürlich auch neue Geschenke, und zwar hätten wir einmal ein T-Shirt wie jede Woche, und zwar das Brute Heavy Duty T-Shirt. Einmal in GTA Online bis nächsten Mittwoch einloggen, um dieses freizuschalten. Und wir haben natürlich auch ein neues Podiumsfahrzeug, und zwar heute mal eines der Highlights auf der Liste, welche ich euch ja gestern vorgestellt habe, und zwar der Comet SR. Dieser ist ab heute auf dem Podium, ihr könnt ihn euch kostenlos abholen, und wer das nicht macht, da kann ich auch nicht mehr helfen, denn der Comet SR ist ein ziemlich, ziemlich geiles Auto, eine modernere Version vom normalen Comet, der ja schon seit Anfang an in GTA Online bzw. GTA 5 verfügbar war. Und ja, ich persönlich feiere ihn extrem und kann euch nur empfehlen, mal ins Casino zu gehen und euch dieses Auto abzuholen. Ein neues Premium-Rennen gibt es diese Woche selbstverständlich auch, und zwar nennt sich dieses Congestion Charge, das neue Zeitrennen Step City und das neue RC Bandito-Zeitrennen Cypress Flats. Rabatte gibt es diese Woche selbstverständlich auch, überwiegend natürlich hier im Arena War Segment, aber auch ein paar andere, insofern schauen wir uns die mal an. Es gibt nämlich 40% Rabatt auf die Arena Werkstätten inklusive Renovierungen, 30% Rabatt auf die Panzerungen, Näherungsminen, Fahrzeugwaffen, die Spikes und die Klingen, natürlich alle nur in der Arena. Und zusätzlich erhalten wir alle Jump-Upgrades, also die Spring-Upgrades für die Arena-War-Fahrzeuge kostenlos, was schon ziemlich, ziemlich nice ist. Bei Fahrzeugen gibt es diese Woche auch ordentlich Rabatte, und zwar erhalten wir 40% Rabatt auf den Deviant, er kostet jetzt 300.000, auf das bewaffnete Dingy, dieses kostet jetzt 1,1 Millionen, auf den Schlagen GT, dieser kostet 800.000 und auf den Tulip, er kostet jetzt 430.000. Im Weiteren gibt es noch 30% Rabatt auf alle Arena War Fahrzeuge, also auf das Deathbike, es kostet jetzt 888.000, auf den Impala, dieser kostet jetzt 846.000, auf den Sasquatch, dieser kostet jetzt 1,1 Millionen, auf den Slam Van, er kostet jetzt 900.000, auf den Scarab, er kostet jetzt zwischen 1,6 und 2,2 Millionen, auf den ZR 380, er kostet jetzt zwischen 1,1 und 1,5 Millionen und zu guter Letzt noch 20% Rabatt auf den Scroddy, er kostet jetzt knapp 700.000 GTA-Dollar. Twitch Prime-Rabatte gibt es diese Woche selbstverständlich auch. Und zwar erhalten alle Leute, die ihren Twitch Prime-Account mit dem Rockstar Games-Account verknüpft haben, weiterhin die Sonarstation im U-Boot kostenlos, sowie die 200.000 GTA-Dollar wie jede Woche. Außerdem 35% Rabatt auf die Moonpool-Fahrzeuge vom U-Boot, also auf die Avisa. Diese kostet jetzt nur noch 1 Million. Und auf den Sparrow, er kostet jetzt 1,2 Millionen.
Zudem noch 80% Rabatt auf den Seabreeze. Das ist dieses etwas modernere Wasserflugzeug mit einem Propeller hinten im Leitwerk. Ziemlich, ziemlich cool. Kostet jetzt nur noch zwischen 170 und 200.000 GTA-Dollar. Wenn ich euch von diesen Rabatten etwas empfehlen darf, dann ist es auf jeden Fall der Sparrow, die Avisa. Ja, ein U-Boot im U-Boot braucht man jetzt nicht unbedingt, aber der Sparrow ist schon sehr, sehr praktisch. Erst recht, wenn man die ganzen Cayo Perico Heist Vorbereitungsmissionen machen möchte. Und apropos Twitch, wir sehen uns heute Abend auf Twitch ab 18.30 Uhr live. Dort werden wir natürlich wieder Mario Kart zocken mit euch als Community und danach dann Border Worlds. Mike hat sein zweites Date mit Ella und ich bin sehr gespannt, was da Lustiges passieren wird. Also schalt auf jeden Fall ein, 18.30 Uhr auf Twitch, dort heiße ich The Real On It. Den Link findest du auch nochmal in der Videobeschreibung. Und bevor das Video jetzt zu Ende ist, möchte ich mich wie jede Woche nochmal bei ein paar Zuschauern besonders bedanken, die diesen Kanal hier Monat für Monat so unglaublich stark unterstützen. Und zwar wären das unsere Superstars und Legenden auf dem Kanal, die die beiden höchsten Mitgliedsstufen auf diesem Kanal haben. Wirklich ein herzliches Dankeschön an Chris, an Patrick, an Chilliger Gamer, an Zockerlauch, cooler Name übrigens, an Mr. Ultra Positiv und an Anderking. Herzlichen Dank, dass ihr mich so heftig Monat für Monat unterstützt. Und ja, das war es jetzt auch schon mit dem gesamten neuen Eventwochenvideo. Ich hoffe natürlich wie immer, dass es dir gefallen hat. Wenn ja, lass doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniere den Kanal. Und wenn du diesen Kanal hier ein bisschen supporten möchtest, dann teile das Video doch gerne mit all deinen Freunden auf Facebook, WhatsApp, Twitter, Discord, was weiß ich nicht wo. Na gut, dann sehen wir uns heute Abend 18.30 Uhr auf Twitch. Ich freue mich und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen und vor allem einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, bis bald und ciao. This is ticket talking, mindset for the biggest. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it.